Moin Moin, ja, hier ist wieder euer Delphi mit einer weiteren Folge mit Landwirtschaft Simulator 2009. Ja, letztens hatten wir mit unserem neuen Mähdrescher mit den Fendt 8350 Mais geerntet und da hatten wir an den Traktor zwei große Hänger hinten dran gehabt. Ja, ich habe für heute geplant, dass wir heute hier, weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt hier Gerste oder Weizen ist, abernten, weil wir wollen dann anschließend, wenn das abgeerntet ist, dann Ballen pressen und anschließend mit dem Ballensammelwagen einsammeln und dann wieder auf Förderband gehen. So wie wir das mit dem Gras gemacht haben, oder mit Heu, deutsch gesagt, werden wir jetzt mit Stroh machen. Und dann werden wir, weiter werde ich erstmal noch nicht verraten, wir werden heute ja einfach mal loslegen, aber ich habe jetzt hier kurz mal einen Anruf bekommen, ich muss mal kurz schauen. Alles klar. So, na dann werden wir erstmal hier Streifen hier selber ernten. Erstmal müssen wir alles anstellen wieder. Und mit dem geht ja gar nichts. Und dann. Gemacht haben. Halt. Ich verliere es jedes Mal. So, jetzt. Ja, jedes Mal, wenn man das Spiel denn neu startet,
muss man alles wieder neu ankuppeln. Aber naja, gibt schlimmere. Schauen wir mal, wie er gerade ablädt. Der müsste dann gleich wieder weiterfahren. Ja, ich bin bloß ausgestiegen, dass es nicht so laut ist. Und ja, wir müssen ja sowieso warten, bis denn der Mähdrescher seinen Tank wieder voll ist. Und der wird auf jeden Fall für die Bahn hin und zurück reichen, bis er voll ist. Ja, der Plan sieht so aus, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass wir jetzt hier Weizen oder Gerste, ja, ich glaube, das müsste hier Gerste sein, abernten, und anschließend wollen wir mit unseren Ballenwagen das Getreide dann einsammeln, oder den Stroh einsammeln, mehr gesagt, Entschuldigung, den Stroh einsammeln und oder Strohballen machen und dann anschließend mit den Ballenhänger denn die Strohballen einsammeln und dann zur Scheune bringen und mit unserem Frontlader wieder auf Förderband zu bringen. So, danach habe ich dann so gedacht, dass wir denn mit nächtes Feld mit Weizen oder Gerste, ist egal, abernten, und dann holen wir uns den großen Trecker mit den Strohhänger, den wir losen Stroh denn einsammeln und dann wegbringen. Ja, so sieht das erstmal aus. Ja, und dann werden wir danach irgendwann bald den allergrößten Mähdrescher holen. Und wenn wir denn den langsam holen, dann sind wir schon fast am Ende. Ja, aber noch haben wir hier noch ein bisschen zu tun. So, er steht schon, wartet. Ja, dann habe ich gedacht, der reicht wieder bis hin und zurück zum Wenden. Aber naja. Wir müssen leider hier in die Frucht reinfahren. Aber na gut. Aber Gott sei Dank ist der Trecker hier nicht allzu laut wie beim Mähdrescher. Naja. Schauen wir mal, bis der hier losfährt. Und dann werden wir erstmal wieder wenden. Da muss den größten Wendekreis. Ansonsten bleiben die Hänger immer zusammenhängen und dann fahren die nicht mehr, dann werden sie im Prinzip rüber gedrückt. So, steigen wir wieder mal aus und schauen, wie unser Mähdrescher hier fleißig, also unser Helfer fleißig arbeitet mit unserer schweren Technik. Ja. Hi, Kumpel, Kollege, alles klar? Ja, schön ordentlich machen. Jeder Cent zählt. Aber also der 2009er ist wirklich damals schon ein sehr gutes Spiel gewesen. Ja. Und also eigentlich konnte man hier so gut wie keine Miese machen, wenn man es gut angegangen ist. Das ist auch für so einen Anfänger ideale Startmöglichkeiten. Und ja, wer denn wirklich da Interesse hätte, mit einem 2009er zu spielen, ja, würde ich empfehlen. Wobei die anderen 11er, 13er, 15er, 17er und den 19er, ja, ist eigentlich relativ nicht schwer. Aber es ist schon schwieriger geworden. So, wir müssen wieder leider einmal wieder drehen. Da
Kollege wartet schon. Ja, jedes Mal steht der hier in die Frucht. Naja. Das Einzige, wo man wieder aufpassen müsste, ist jetzt da vorne mit dem Baum. Der steht da ein bisschen ungünstig. Deswegen werde ich sehen, dass ich den hier schnell mal an die Seite fahre. So. Und der mal schnell. Aber natürlich. Schuld ist der Bau. Eindeutig. Ja, gut. Dann nehmen wir mal ein neues. Aber auf jeden Fall muss ich jetzt mal zum Stecker springen. Der wird jetzt hier nämlich gleich voll sein. Ja, ich bin auch schon sehr gespannt, wenn es mit den Ölver losgeht. Also wenn wir hier ein bisschen wieder drehen, Stellung bringen. Wenn wir mal Handy sammeln haben, dieser Oberen,
mal schnell zu unseren großen Trecker hier, zu unseren Fendt 900, was ist das? 36. Ja, der ist auch schon so fast zu 70% voll. Oh, es sieht aus, als wenn er schon wieder wartet. Naja, wir sind ja schon startbereit. Wir gucken ja. Ja, eine ganze Menge haben wir schon geschafft. Und dann werden wir, wenn die Kurve voll ist, dann zur Getreidemühle bringen. Könnten wir gleich mal schauen, wie die Preise sind. So, schauen wir mal einfach mal, wie sind die Preise bei Gerste. 3.782 Brauerei kriegen wir sogar 4.000. Also dann würde ich schon bald sagen, wir werden das Ding zu die Brauerei rüberbringen. Da kriegen wir eine ganze Menge Geld für Gerste. Okay, das ist ja schon mal sehr schön. So, ich hoffe, dass ich denn die Kuh hier noch wegbringen kann. Ja, unsere Zeit haben wir ja auch schon über die Hälfte schon wieder, aber noch ein bisschen können wir noch. Aber ich denke, zwei Fuhren werden wir heute nicht mehr schaffen. Aber eine Fuhre bringen wir auf jeden Fall zu die Brauerei und dann schauen wir mal. Ja, heute muss ich leider unter Schmerzen die Aufnahme machen. Ja, ich hatte leider vor 3 Tagen gerade eine frische Operation an meinem Fuß. Ja, bin leider beim Aussteigen auf einen Stein getreten und da ist ein Stück Knochen weggeplatzt und den haben sie vor 2-3 Tagen haben sie wieder angeschraubt und geklammert. Ja, bin seit gestern wieder rausgekommen. Ja, ich liege jetzt mit einem Fuß hier hoch und nehme auf. Ja, mittlerweile fängt das jetzt an zu puckern. Ach, ist unangenehm. Ach, unser Kamerad, Kollege steht schon wieder. Naja, aber es gibt Schlimmeres. Gott sei Dank waren es bloß 2 Tage im Krankenhausaufenthalt. Jetzt scheint es, dass ich erstmal für die nächsten 6 Wochen jedenfalls krankgeschrieben bin. Und ja, hoffe, dass ich da viel aufnehmen kann. Und es scheint, dass jetzt alles voll ist. Dann werden wir jetzt zur Brauerei fahren. Da bringt jetzt die meiste Kohle. Ja, ich muss trotzdem immer noch Tabletten nehmen, die schwarzen. Ist, wenn man nachts vor allem schläft, ist es ganz eklige Ziehen und kommt dann einfach nicht zur Ruhe. Und deswegen muss ich trotzdem noch Schmerztabletten nehmen, dass man dann nachts halbwegs zur Ruhe kommt. Ja, aber bei der Operation geht es relativ schnell. Erstmal, wie ich den Tag eingeliefert wurde, musste ich erst 2 Stunden warten, weil kein Bett frei war, klar, Corona-Zeit. Ja, dann hatte ich endlich ein Bett. Ja, wie gesagt, 6:45 war ich dort gewesen und um 13:30 habe ich Bescheid gekriegt, dass es losging und dann ging es wie im Traumschlag. Ja, und um 16 Uhr
Distrikt, nur 36, glaube ich, war ich im Wach, ja, wach gewesen. Ja, ich hatte unten eine Kehle von meinem Gehwitter einen Kurzschutz gekriegt und dann auch so nach Köln nach Hause. Ja, weil durch Kumpels, Kollegen, Verwandtschaft haben mir gesagt, mach es lieber mit Vollnarkose. Oh, dass man hier sehen, dass ich hier reinkomme. Ansonsten merkst du alles. Ja, und vor allem ging es relativ sehr schnell. Und ruckzuck war ich wieder im Zimmer und nach zwei, drei Tagen war ich schon wieder zu Hause. So, na siehst du, das hat uns ja mal sehen, was die eine Tour bringt. Jetzt haben wir 350.000, 3.015.000. Also, Halleluja! Wir haben hier fast 100, über 140.000 Taler gemacht. Also das ist, man zeigt immer wieder, man kann hier eigentlich keine Miete machen. Ja, Anfang kann man nicht so eine Suppe machen hier im Spiel, aber man sieht, wenn es erstmal läuft, dann läuft es. Ja, ich habe eben gerade hier so ein komisches Ziehen gehabt. Ja, ich muss ständig immer den Fuß. Da machen wir jetzt mal gleich hier die Abkürzung. Ja, ich muss auch hier springen, wie so ein Känguru hier. Ich hoffe, dass es die nächsten Tage besser wird. Da nächste Woche muss ich nochmal rein, weg und gerade abgeholt. Werden die Fahrzeuge mal die Feen gezogen und schaut man sich das an. Und dann wird das mal weiter entschieden. Da hat gleich mal rein gesagt, dass ich dann nach einem Jahr nochmal hin muss, weil da die Klammern und die Schraube dann raus muss. Aber bis dahin wird mir jetzt dann noch so passieren, dass ich da wieder richtig laufen kann. Ja, schauen wir mal. Aber heute sind alle arbeiten und habe ich gedacht, werde ich noch schnell mal wieder eine Aufnahme machen. Nachher werde ich mal sehen, dass ich von den älteren Folgen, die ich jetzt noch auf meiner Festplatte habe, eine euch mal gleich rüberschicke, weil ich es am Wochenende wahrscheinlich nicht schaffen werde, weil denn zu viele Trubel ist. Ja, schauen wir mal. Haben wir jetzt Räte wieder. Ja, das ist erstmal die Geschichte mit meinem Fuß. Ich meine, ob das einen interessiert, ist eine andere Sache, aber ja, ist eine kleine, ungefähr so noch fast 8 cm lange Narbe. Aber wichtig ist bloß, dass alles nachher wieder vernünftig ist und zusammenwächst. Und so, naja, wenn ich jetzt auf meine Uhr hier schaue, geht es langsam zum Ende zu. Hätte ja noch gerne geschafft, noch eine zweite Uhr wegzubringen, aber ich glaube, das wäre ich wohl zeitlich nicht schaffen. Müsste ja gleich schon wieder voll sein. Ja, fährt er schon wieder aus. Mal warten. Bin ja schon mal.
34% zeigt er schon mal an. Ja, ist noch ein bisschen zu tun hier auf unserem Feld. Ja, wir könnten ja hier auch ein bisschen an der Seite hinterherfahren. Ach, das fährt schon aus. Sein Rohr. Ja, der hat trotzdem 10.100 Liter Tank, der Mähdrescher. Der Fendt 83,50. Wie gesagt, ist ja im Spiel der zweitgrößte. Ja, man sieht aber trotzdem, wie schnell der Tankinhalt, also der Korntank, voll ist. Ja. So, dann werden wir jetzt noch mal sehen, dass wir einmal runterfahren und vielleicht seitlich mitfahren. Dann werde ich dann schon die Folge für heute erstmal hier beenden. Der Kollege schon, ja, der ist zügig in Jange. Auf jeden Fall werden wir den Mähdrescher, den 83,50, behalten, so dass wir dann zwei Mähdrescher haben. Ja, und dann werden wir noch hier einen ganz großen Trecker holen und dann haben wir eigentlich von der Technik her alles zusammen. Mehr gibt es nicht. Ach, er fährt schon seinen Rüssel wieder aus. Dass er schon wieder gleich voll ist. Dann wollen wir mal neben mitfahren. Damit werde ich jetzt heute die Folge jetzt beenden, weil das werden wir heute hier nicht mehr schaffen. Das werde ich dann so nebenbei hier fertig machen. Und das nächste Mal werden wir hier gleich durchstarten mit unseren Ballenpresse. Ja, dann werde ich schon mal sagen, ciao, ciao. Ich hoffe, dass euch euch gefallen hat, die Folge. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal reinschaut. Haut rein, euer Delpi. Bleibt gesund. Ciao, ciao.